So, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Sanctuary Age of. Gott, wie heißen sie jetzt mal? Fuck. Zu einer Runde Sanctuary. Ich weiß gar nicht, wie der Untertitel heißt. Wir spielen mal eine Runde, weil das Spiel feiere ich gerade sehr zurzeit. Es ist neu. Es ist ein Drachenreiterspiel. Ich würde es am ehesten mit dem Comanche-Spiel vergleichen. Oh ja, Kampfhelikopter gegeneinander kämpfen. Hier sind zwei Drachen und ihre Reiter. Jo. Es gibt drei Charaktere bisher. Und wir gucken einfach mal ins erste Match. Mal sehen. Mir gefällt das Spiel sehr. Ich habe wirklich jetzt schon doch einiges an Zeit in dem Spiel verbracht. Aber mal sehen. Wir spielen den Modus Kriegsbeute, wo es darum geht, Geld oder Gold für seine Fraktion zu sichern, indem man es einsammelt und zur Base zurückbringt. Man kann ja noch so ein paar Sachen einsammeln. Aber werden wir bestimmt drauf eingehen. Am Anfang jeder Runde wird einmal ein Spieler vorgestellt. Die Grafik könnte besser sein, das liegt aber auch daran, dass ich sie runtergestellt habe, um ein bisschen mehr FPS zu haben. Weil das Spiel ist noch nicht so ganz gut optimiert, muss man dazu sagen. Oder sehr fordernd. Eins von beiden. Gott. So, das haben meine Mates jetzt eingesammelt. In dem Spielmodus oft auf Spieler, was einfach daran liegt, dass das erstens Bock macht. Und es ist meine erste Runde heute, also weit. Und da haben wir den ersten Kill. Also, wir haben Assist, aber. So, man hat standardmäßig zwei Angriffe: das ist einmal ein Feuerball auf der linken Maustaste. Man kann zwei im Prinzip haben und kann die dann schießen, die laden sich mit der Zeit wieder auf. Und auf Rechtsklick hat man so einen Drachenatem, sag ich mal, ne? So einen typischen Feuerstoß. Dann hat man noch jeweils. Ich weiß das nicht, der mich angegriffen hat, der ist immer noch hinter mir, da oben ist er. Ja, man hat so ein paar HUD-Elemente, die einen sagen, wo die Leute sind, weil man muss sagen, das Spiel ist unübersichtlich. Weil man nun mal fliegt und fliegen. Man hat nur mal sehr viele Achsen. Verdammt, ich will nicht. Schön. So, es gibt auf jeden Fall, es ist das Ziel, Gold zu sammeln. Ihr seht oben an der. Ihr seht oben am den Punktestand. Fuck. Und Gold kriegt man halt von den feindlichen Drachen oder man nimmt es gegnerischen Spielern von den feindlichen Drachen, von diesen Goldträgerdrachen. Oder man nimmt es Spielern ab, so wie die es jetzt gerade bei mir versuchen und auch gut geschafft haben. Okay, ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Dann versuchen wir uns mal zu heilen. Und zwar, ich spiele einen Drachen, der heilen kann. Achso, und hier kommen wir zum nächsten. Das ist eine Bombe. Perfekt. Das ist jetzt nicht gut. Ist gar nicht gut. Wenn ihr euch wundert, also das ist der Schatzbrecher. Im Prinzip ist es so, wenn man den in die gegnerische Base bringt, knallt es ganz laut und die verlieren einen ordentlichen Teil ihres Geldes. Nicht alles, aber schon viel.
Und da wurden sie getroffen. Das sieht auch wunderschön aus, man kann das Geld jetzt klauen. Ne, man sieht's da. Aber ich werde das jetzt nicht klauen, weil die Leute prügeln sich in der Regel so ein bisschen da drum. Ich werde die Zeit nutzen. Ah, die Zeit ist eh um. Ne, Timer läuft ab. Ich habe nicht viele Punkte gemacht, die Runde. War eigentlich kein gutes Gameplay von mir. Auch wenn wir gewonnen haben. Aber wir müssen mal sehen, wie es läuft. Das ist immer so eine Sache, insbesondere wenn man gerade anfängt. Das Spiel ist sehr schnell, um erstmal wieder reinzukommen. Glaubt mir, das ist gar nicht mal so einfach. Und wir helfen einmal mit. Fuck. So, zu den Fähigkeiten. Man hat verschiedene Fähigkeiten. Oh, geht mir nicht um den Sack, ey. Nee. Hacke, da hat sich einer auf mich eingeschossen. Da wollte ich doch gerade die Fähigkeiten erklären. Nein. Wir müssen uns mal kurz heilen. Ey, der will mich aber auch. Was ist das denn für ein Idiot? Ja, mein Freund, jetzt bin ich hinter dir. Okay, das war gut. Wir haben uns die Hälfte seines Golds geklaut und das geben wir auch gleich mal ab. Ist zwar nicht viel, aber jedes Fünkchen Gold zählt. Vor allem, wenn es der Gegner nicht hat. Ja, wir machen gerade nur ein kleines bisschen. Ah, unsere Schatzkammer ist zu. Jetzt muss man da vorne sich diesen Schlüssel organisieren. Oder die Zeit ablaufen lassen. Oh, der könnte gut sein. Wenn er nicht ausweicht. Zwei Treffer und Kill. Ordentlich Gold. Sonst mal auch was. Okay. Ja, und jetzt kommt noch was, nämlich das Juwel. Das Juwel bringt, wenn man es am Ende der Runde hält, 300 Punkte. Das ist ganz wichtig. Man muss das wirklich am Ende der Runde halten. Sonst bringt es einem nichts. Ne? Also wenn man es nur mittendrin hat. Perfekt, wir haben es ihm abgenommen. Den killen wir auch. Dann das Juwel und jetzt verpissen wir uns hier. So, ich glaube nicht, dass wir es halten können, wenn ich ehrlich bin. Weil die jagen mich jetzt natürlich auch. Ich hoffe jetzt natürlich auch darauf, dass mein Team noch ein paar Punkte macht, weil wir ein bisschen zurückgelegen haben. Ich glaube, solange man das Juwel hält, gewinnt man auch immer so ein bisschen Geld. Ne, wir versuchen uns so schnell wie möglich immer zu verpissen, versuchen das Juwel zu halten. Sehen jetzt, wir werden gejagt. Haben keine Energie mehr, das ist nicht so gut. Ist aber scheiße. Oh, da haben wir es verloren. Das könnte den Verlust der Runde bedeuten. Wir gucken mal. Ja. Ah, schade, schade, schade. Wir haben es gut gehalten. Ich bin überrascht, dass ich es überhaupt so lange halten konnte. Weil das ist so der Punkt. Das taucht in der Regel so anderthalb Minuten vor Ende der Runde auf. Manch in der zweiten Runde. Und
das ist gar nicht so wichtig. Du kannst halt auch ohne das Juwel gewinnen. Und viel wichtiger, dir bringt das nichts, in dem Moment einzusammeln. Weil die Gefahr ist viel zu groß, dass jemand kommt und dir das abnimmt. Deshalb so Ende der Runde, so die letzten, weiß ich nicht, 20 Sekunden sich das zu holen. Maximal. Ist in der Regel am entspanntesten. Okay, das ist ordentlich Kohle. Opala, da haben wir ein bisschen was verloren. Reicht aber aus, um was abzugeben. So. Wir fliegen noch einmal durch. So, hier, genau, die großen Träger, die haben halt einfach wesentlich mehr Gold am Mann. Und wir müssen uns jetzt mal irgendwo heilen, weil das heilt nicht nur uns, das heilt auch unseren Verbündeten und gibt uns so einen Buff. So, wir helfen mal mit. Nope, meins. Das gibt uns, wie gesagt, so einen Buff, aber halt nicht für immer. Okay, ich trage kein Gold. Der jagt mich gerade nur aus Prinzip. Das ist immer das Beste. Aber ich muss ehrlich sagen, das möchte ich keinen absprechen, das mache ich auch. So, man muss sagen. Zack. Man kann zum einen den Feuerbällen ausweichen, indem man halt möglichst die Richtung wechselt, so wie man eine Rakete in echt ausweichen würde. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Aber gut, der fliegt in die falsche Richtung, warum auch immer. Wir hatten das Ding. Ich weiß es nicht. In blauer Hand ist es. Oh, oh, oh. Nein, das ist nicht gut. Ah, fuck. Also, dieser Schatzbrecher ist wirklich wichtig, ne? Weil der reißt wirklich ein großes Loch in die Schatzkammer. Und vor allem, wenn man das so in den letzten 40 Sekunden reinkriegt, ist das tödlich fürs Feindteam. Ja. Der ist unsichtbar. Okay. Oder war unsichtbar auf jeden Fall. Wir müssen ihn. Hoppala. Okay, wir haben ihn. Und raus hier. Ach du Scheiße. Fuck, verloren. Nee, noch nicht. Jetzt bin ich tot. Wir haben ihn aber gehalten und damit gewonnen. Puh. Ah, ihr seht, die Runden sind sehr fix. Und damit gewonnen. Damit habe ich auch meine Tagesaufgabe erfüllt. Und das war's auch schon. Wir machen heute mal nur eine Runde. Oder wir machen jetzt erstmal nur eine Runde. In Zukunft wird es, denke ich, mal zwei pro Folge geben. Ich muss auch nochmal gucken wegen Sound. Das werdet ihr dann sehen. Aber auf jeden Fall danke, dass ihr in dieser ersten Runde dabei wart. Die okay gelaufen ist. Und wir haben gewonnen, das ist wichtig. Es war kein Ranked-Game. Im Ranked wird auch dieser Modus gespielt. Gucken wir uns einmal die Punkte an. Und dann. Na? Reicht's auch fürs Level-Up? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein.